In der Wirtschaft ist es immer so, wenn ein Mangel ist, wird etwas teuer. Und wenn etwas im Überfluss ist, dann wird es billig. Und vor 20 Jahren waren Mediziner im Überfluss, die wurden billig gehandelt und wurden überall eingesetzt, sehr breitflächig. Und jetzt steht man vor der Tatsache, dass geburtenschwache Jahrgänge kommen, dass der Nachwuchs sich mehr aussuchen kann und trotzdem bewegt sich der öffentliche Sektor, die Politik nicht in Richtung dieser Personen, um sie eben entsprechend verankern zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo die Politik in den nächsten Jahren hinsichtlich Prävention auch etwas schaffen wird können. Man wird sie in 10 Jahren, 20 Jahren daran messen, was sie jetzt tun. Was sie jetzt nicht tun, wird zu einer gesundheitspolitischen Katastrophe in 10 bis 20 Jahren werden.